Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, auf meinem Kanal. Und heute geht es mit Dark Souls 3 weiter. So, in den letzten Folgen haben wir uns ja den Kerker von Ithril ein bisschen angeschaut. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit runter, aber irgendwie hat mich der Weg dahin geführt. Heute werden wir uns aber noch ein bisschen genauer das Gebiet hier anschauen. Das haben wir uns noch gar nicht komplett angeschaut. So, gehen wir mal hier hoch. Hä? Was ist das? Hier ist ein Raum, der eigentlich für nichts gut ist, oder? Ah, ich probiere mal die Wände aus. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Geheimgang oder sowas. Okay, hier ist nix. Hier gibt es auch keine Leiter, dass man hier hochkommen würde. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Okay, dann gehen wir wieder runter. Da sind so ein paar Statuen. Das sind die ehemaligen Einwohner hier, oder was? Okay. Ging es da runter, genau. Ist hier vielleicht irgendwie ein geheimer Gang noch oder so? Okay, hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir mal, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal hier runter. Genau, das Leute kennt ihr ja noch. Hier waren wir ja schon. Wollte eigentlich gleich mal hier. Ah, da werde ich erstmal die Kameraden hier erledigen. Da ist der andere, den erledige ich jetzt auch noch schnell, bevor der mir in den Rücken fällt. Das wollen wir ja nicht. Okay. Sehr gut. Der ist down. Ich glaube, hier unten links sind wir vorher noch nicht gegangen. Wir sind da geradeaus weiter. Genau, wir sind da geradeaus runtergegangen. Wir werden jetzt auch mal hier weitergehen. Genau. In den letzten Folgen sind wir da runtergegangen. Da geht's, ist ja auch der Weg zum dritten Leuchtfeuer. Jetzt werden wir mal hier weitergehen, weil hier waren wir noch gar nicht. Okay, da sind Hunde. Hier ist jetzt kein Unsichtbarer drin. Dann werden wir erstmal die Hunde erledigen. Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Okay. Da sind die hässlich, die Viecher. Aber ich finde das Gegnerdesign, ich weiß, ich habe schon oft gesagt in den Videos, aber ich finde das Gegnerdesign einfach hammergeil. Wurfmachete. Ah, komm her. Rostige Goldmünze. Okay, hier geht es ja gar nicht groß weiter. Haben die bloß eine rostige Goldmünze hier bewacht? Das gibt's ja gar nicht, oder? Hier. Hier. Nix. Ist auch nix. Auch nix. Okay, Leute, dann weiß ich schon, wo wir jetzt hingehen. Dazu muss ich aber kurz zum Leuchtfeuer zurück und mich zum anderen Leuchtfeuer teleportieren. Und zwar zu dem dritten, wo ich vorher gesagt habe. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, da durch den ganzen Keller da wieder zu rennen.
So, dann gehen wir nochmal zum Leuchtfeuer. Und reisen. Genau, hier hin. Und zwar habe ich da nämlich bei dem Punkt, wo man die ganzen Ads farmen kann, wo man Seelen farmen kann, da geht nämlich noch ein kleiner Weg hoch. Habe ich noch gesehen. Und den werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wo es da denn hingeht. Genau, hier habe ich ja schon gesagt, wenn man da reingeht, da kann man gut Seelen farmen. Seht ihr jetzt auch, jetzt habe ich 2000. Und wenn die Viecher da alle kaputt sind, dann müssten es ca. 11.000 sein. Komm, spuck deine Scheiße woanders hin. Ruhe im Kuhstall. So. Machen wir den hier. Komm zu Papa. Komm her zu Papa, komm. So. Der hier. Genau. So. Und der hier. So, dann die zwei. Genau. Ja, und? Oh. Knapp 9500. Ja, 7500 Seelen kann man hier ganz schnell machen. So, den Loot habe ich mir schon mal geholt. Da ist auf jeden Fall was drin. So, dann gehen wir mal hier hoch. So, hier war ich nämlich noch nicht drin. Was ist das da? Essersuppe. Okay, die brauchen wir jetzt nicht. Mal schön in die Ecken reinschauen, ob da irgendwo noch was ist. So, Dalazi. Sieht irgendwie aus wie hier so... Keine Ahnung, irgendwie so von... Komische Küchen von so gegebenen Untertanen oder irgendwie so Köche oder irgendwie sowas von reichen Leuten. Was ist das da oben? Okay, da oben ist irgendwas. Okay, da ist auf jeden Fall... Oh. Schwarzer Ritter. Kann ich den irgendwie herpullen? Was ist denn das da oben? Auch ein Ritter. Ein Bogen oder was ist denn das? Ein Bogen hat der. Dass der hier runterschießt. Ich glaube, ich werde den mal schauen, dass ich den pullen kann und dann den da runterziehen kann. Na. Auf jeden Fall. Oder hier den Kampf machen, dass die anderen mich da nicht treffen oder was, wenn die runterschießen sollten. Oh Gott. Stößchen.
Na komm her, Bo. Ja, hat er nicht mehr viel. Muss ich leichtsinnig werden. Und Stößchen. Große Titanitscherbe, göttlicher Segen. Okay, wie sieht der da oben aus? Hat er sich schon bewegt? Na, hat sich nicht bewegt. Okay, jetzt schauen wir aber hier nochmal alles ab. Nicht, dass es hier wieder was Geheimes gibt. Ich werde das Spiel sowieso danach wahrscheinlich nochmal spielen. Oder noch zweimal durchspielen. Weil ich würde eigentlich gerne die Platin-Trophäe erreichen. Und ich glaube, auf einen Durchgang kann man das gar nicht schaffen. Im zweiten Durchgang werde ich dann wahrscheinlich auch schneller durchgehen. Wie jetzt in dem ersten. Im ersten muss man ja alles schauen, wo alles ist. Okay, schießt auf mich. Ah, okay, dann geht's da hoch. Wahrscheinlich jetzt zu den Rittern. Okay, hier ist einer. Wäre wahrscheinlich nicht so gut, jetzt gegen die zwei gleichzeitig zu kämpfen. Auf jeden Fall meine Estus nehmen. Ah. Das war doch nicht so geplant, du. Okay. Silberritterstulpen. Okay. Nochmal was. Große Titanitscherbe. Okay. So, dann schauen wir mal, was der da kann. Steht er immer noch da? Boah, er hat ja einen Bogen, ey. Es wäre geil, wenn er den droppen würde. Es wäre geil, wenn er den droppen würde. Kann ich den backsteppen? Naja, wir sehen halt an. Komm. Machen wir halt so. Stößchen. Und auf Wiedersehen. Große Titanitscherbe. Muss ich mir mal merken? Vielleicht kann ich dir farmen. Weil der Bogen, was der hatte, sieht schon nice aus. So, ist hier noch irgendwo ein Ritter? Wahrscheinlich wird das hier irgendwas durchs Fenster durchspringen. Eine Resident Evil 1 Manier, weiß ich doch damals, mit dem Spiel, wo der Hund durchs Fenster ist. Da hab ich gedacht, ich krieg einen Herzinfarkt. So, ganz vorsichtig. Kann man die Stühle kaputt machen? Ja, okay. Okay, dürften keine Mimics sein. Tutorial ist ja schon auf meinem Kanal. Da habe ich ja gesagt, woran man die Mimics erkennt. Und zwar, wenn die Kiste so komisch atmen tut, also oben der Deckel so ein bisschen aufgeht und wenn die Kette komplett nach vorne ist, die ist jetzt in diesen drei Fällen nach hinten. Also dürfte es keine Mimics sein. Ring des Löwen. Schauen wir mal, was der kann. Ring des Löwen. Habe ich den jetzt schon genommen oder nicht? Jetzt, okay. So, wo ist er denn? Lebensring.
Ring des Löwen verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Dieser Ring gehörte dem Drachentöter Ornstein, einem der vier Ritter des ersten Fürsten Gwyn. Er stärkt Stoßwaffen, Konterangriffe. Ornstein war der erste Ritter des ältesten Sohns der Sonne. Sein Kreuzspeer soll sogar Schuppen aus Stein durchbohrt haben. Okay. Mal vormerken. So, dann machen wir hier auf. Smokes Großhammer. Geile Sache. Gleich mal anschauen. Smokes Großhammer. Oh, 205. Aber 45 Stärke benötigt. Oh, dann bin ich noch weit entfernt davon. Werden wir wahrscheinlich eh erst im NG Plus Plus oder so schaffen. Oder im NG Plus vielleicht sogar schon. Mal schauen, skaliert auf C mit Stärke ist nicht schlecht. Schauen wir uns die Waffe nochmal an. Der verwundete Großhammer von Smaug, dem letzten Ritter, der die verlassene Kathedrale bewachte, regeneriert beim Angriff TP, was womöglich aus seiner Zeit als Scharfrichter herrührt. Fertigkeit, Durchhaltewillen, verankert die Waffe im Boden, erhöht kurzzeitig die Balance, mindert bei Aktivierung den Schaden. Okay. Göttlicher Segen. Okay. Oh. Kriege Schaden. Eisschaden, oder was ist das? Eisschaden. Jetzt will ich mir aber noch schnell, habe ich ganz vergessen, die Wände hier anschauen, hier vorne. Vielleicht gibt es irgendwo einen Geheimgang oder so. Okay, ist nix. Jetzt mal alles schnell abklappern. Na, hier wird nichts sein, okay. Rennen wir nochmal schnell rum. Schnell da vorne nochmal schauen. Okay, hier ist auch nichts. Diese auch nichts. Okay, schaut es nicht so, als wenn hier was wäre. Dann gehen wir wieder runter. Gehen wir den Weg weiter entlang. Blöder Ritter. So, schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Hier geht es wahrscheinlich. Okay, das ist die andere Seite von dem Verlies. Oder Verlies von dem Saal. Sieht aus wie so ein Thronsaal. Was sind das für geile Bilder hier? Könige. Also irgendwie so eine Burg oder sowas. Ein hohes, großes Anwesen. Also so ein Eisgebiet oder so. Okay, geil. So, wo sind wir denn jetzt? Hier geht's auf jeden Fall hoch. Will ich aber noch nicht, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich müssen wir da eh hoch. Hinten wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Na, hier ist nichts. Irgendwann finde ich wieder so eine blöde Mauer. Ihr werdet sehen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ein anderer Weg bleibt uns ja jetzt nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, da ist Loot auf jeden Fall. Oh, was ist denn das da für den blöden Köter? Ja, komm her. Oh, er schießt hier schon wieder auf mich. Und so ein blödes... Ja, ist gut, komm. Du traust dich ganz schön.
muss mit der Ausdauer aufpassen. Waren die jetzt auch noch Eisschaden oder was? So, dürfen wir mal jetzt in meine Ruhe umgucken oder nicht? Immer so einen Stress machen die hier. So. Okay, hier ist nix. Von hier bin ich gekommen. Okay, hier ist nix. Gehen wir mal weiter. Da schaut schon geil aus. Okay, Ezos Flakons 9 plus 7. Schaut schon mal gut aus. Okay, da ist wieder so ein Unsichtbarer. Der Schatten da vorne. Oder der Nebel, was es ist. Solange es nur die sind, ist es okay. Okay, da oben ist auch einer. Oh, ballert alle zwei auf mich. Schnell schauen, dass ich den hier schnell erledigen tue. Boah! Boah, Alter. Schon meine Estus nehmen. Jetzt. Ist aber gut, Junge. Mein Gott, die nerven ja. So, okay. Große Titanitscherbe. Da finde ich jetzt ganz schön viel von den Titanitscherben. So. Könnte es eine Mauer sein? Nein. Scheiße. Fast so ausgeschaut. Hier noch bloß wahrscheinlich ein bisschen umgucken. Okay. Dann würde ich sagen, das sieht aus wie ein Shortcut. Gehen wir gleich mal rauf. Alles klar. Wo ist diese Tür? Schauen wir mal. Hä, wo sind wir denn jetzt? Ah, da hinten ist unser Leuchtfeuer. Genau. Hier waren wir noch, nämlich noch gar nicht. Hier entlang. Hier ist Loot. Loot. Jetzt gehen wir in den Estus. Ich will jetzt hier aber noch nicht weiter. Ich geh jetzt hier nochmal runter. Weil ich will erstmal hier oben lang schauen. Okay, wir sind da oben, das ist dann praktisch da oben die Brücke, wo wir rein können. Okay, verstehe ich. So, dann gehen wir mal hier weiter. Gehen wir schön hier hoch. Gehe ich noch nicht rein. Schauen wir erstmal hier runter. Uah. Große Titanitscherbe. Okay, hier ist schon aus, als wenn es hier einen Shortcut geben würde. Mei, ist ganz schön verwinkelt, das ganze Gebiet. Aber ich bin meistens so. Hier wird ja wahrscheinlich irgendwann mal ein Boss kommen und ich will mir eigentlich, wenn es geht, alle Shortcuts freischalten, dass ich die Wege nicht mehr so lang habe. Umso kürzer die Wege, umso besser ist das. Oh, da haben wir mal die komischen Idioten noch hier unten. Kann ich
Kann ich backsteppen? Boah, Schwein gehabt, Leute. Weil in die Animation. Oh, was ist denn jetzt? Wo kommt denn die her, Mensch? In der Backstep-Animation können die mir nämlich nichts tun. Okay. So, da ist auch noch einer. Ah, das ist ja was runtergefallen ist vorher, ne? Ach. Okay, das war ja, wo bin ich denn hier durch reingehen können, gell? Genau, das war ja praktisch die Abkürzung. Aber es ist Abkürzung nicht, aber. Achso, okay, das war bloß der eine Loot für was anderes. So, dann gehen wir hier weiter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.